braucht keine Veranstaltung. Also Viertel vor fünf, der Saal schon voll ist, das ist ja was Besonderes, muss ich wirklich sagen. Aber ich kann euch schon mal sagen, es gibt nichts zum Essen trotzdem. Was wir jetzt machen wollen, ist kurz eine Einführung machen und der Herr Laper wird das Ganze dann vollenden, was denn als Diät sinnvoll ist. Und vor allem die Frage, ist eine Diät sinnvoll, wenn wir herzkrank sind? Wer ist denn von Ihnen herzkrank? Vielleicht darf man kurz fragen. Okay, also noch fast 50% im Endeffekt. Ich muss abnehmen, ich muss dazu sagen, ich habe noch eine Arthrose rechts. Meistens, man geht da zum Patienten und sagt, jetzt nimm mal ab. Gell? Eigentlich müsste ich selber auch, aber man verschiebt es ja gern auf die Patienten. Dann habe ich Knieschmerzen bekommen, Arthrose im rechten Knie, aber ich sage, jetzt muss ich ja irgendwie abnehmen. Und dann habe ich mich für die Low-Carb-Diät entschieden. Nur morgens Schwarzbrot, keine Süßigkeiten, kein Zucker in Kaffee. Ganz brutal, ganz brutal. Und dann gab es diese neue Studie, die rausgekommen ist. Das war im Juli 2017, haben wir das angeguckt. Neue Ernährungsregeln, mehr Fett, weniger Kohlenhydrate können Sterblichkeit verringern. Also eine richtige Bombe. Wer sich zu 35% von Fett ernährt, hat ein niedriges Sterblichkeitsrisiko als jene, die weniger Fett konsumieren. Hingegen steigt das Risiko zu sterben, wenn man mehr als 60% der Nahrung in Form von Kohlenhydrat zu sich nimmt. Und das Interessante ist, das ist jetzt die Sterblichkeit. Je mehr Kohlenhydrate man zu sich nimmt, umso früher stirbt man. Emma Morano in Italien ist 117 Jahre alt geworden. Um dieses biblische Alter zu erreichen, hatte sie einen speziellen Ernährungstrick. Und was glauben Sie, was das war? Also Sie waren schon mal da. Tatsächlich täglich 2 rohe Eier und rohes Fleisch. Und so sieht jetzt mein Frühstück jeden Morgen aus. Oder fast jeden zweiten Morgen. Wir machen auch weiter Forschung. Was mich ja wahnsinnig interessiert, ist Zuglärm. Gell? Also jetzt nicht nur Fluglärm, sondern auch Zuglärm. Wir schimpfen ja immer über die Flugzeuge, wenn mal eins nachts kommt bis 10 Uhr, 11 Uhr, dass die dann 75 Dezibel haben. Aber was in Rüdesheim zum Beispiel abgeht, ja, da haben sie Maximalpegel nachts 70 bis 80 Mal von 90 bis 100 Dezibel. Mittlere Schallpegel von 75 bis 80 Dezibel. Und am Tag sind es 400 Güterzüge und 150 Personenzüge, die durch dieses Tal radern. Es ist wirklich absolut unglaublich, was die aushalten müssen. Und es wundert mich eigentlich, dass der Gesetzgeber das Ganze zulässt. Wir fangen an mit einer ganz einfachen Aufgabe. Wir kochen Nudeln. Wer mag gerne Nudeln? Ich habe zwar gehört, es sind nicht gut, die Nudeln, aber wir kochen sie trotzdem. Wer kocht Nudeln im Salzwasser? Ihr dürft euch alle Augen nicht ersehen, nichts weiter. Ihr müsst euch vorstellen, wenn ich etwas in Wasser koche, dann wird mein Geschmack durch das Wasser ja verdünnt. Oder beziehungsweise ich schütte wertvolle Inhaltsstoffe in den Abfluss. Erste Devise, Wasser nimmt man nur zum Trinken und zum Spülen. Jetzt habe ich hier Spaghetti im Kochtopf. Ja, kennt ihr das? Ja, so. Was machen wir jetzt? Wasser rein. Wasser. Wein. Wein? Wer kocht Spaghetti mit Wein? Ja gut, die Rheinhessen, die haben es auch mit Wein, die müssen Spaghetti mit Wein haben. Wir nehmen Hühnerbrühe. Die ist auch mit Wasser gekocht, jawohl. Aber natürlich tun wir nur so viel rein, dass am Ende die Spaghetti weich sind und die Flüssigkeit von der Nudel aufgesaugt wird. Das heißt, alles, was wir jetzt in den Topf geben, essen wir auch. Prinzip Nummer 1. Wichtig, dass ich den vollen Geschmack esse. Und ich sage Ihnen jetzt eins. Sie werden noch nie so gute Nudeln gegessen haben. Das ist jetzt kein Spruch, auch kein jetzt nichts hier zum Anpreisen. Es ist einfach verständlich, dass die Nudeln, die Spaghetti, natürlich viel intensiver schmecken. Jetzt noch rein, Pinienkerne, alles mediterrane Küche, der Herr Professor Münz hat vorhin gesagt, die Kreta-Diät, das ist die mediterrane Küche, das ist eine der gesündesten Küchen überhaupt. Warum? Weil natürlich dort die tierischen Fette nur sehr begrenzt vorkommen und die Leute auch dort im Verhältnis zu hier weniger Kohlenhydrate essen. Und
Da wird nur Olivenöl verwendet, also wenig tierisches Fett. Limonenschale rein. Ich nehme Olivenöl. So. Ein bisschen Chili. Gehen wir dazu mit ein paar Basilikumblätter. Und nicht mal einen Teller an. Wer hat heute Geburtstag? Wir haben uns vorher abgesprochen, sie sagt nichts Falsches. So. Sie nehmen hier Platz, essen in Ruhe, naja, komme ich wieder, ja? So. Aber Sie müssen hier nicht Spaghetti einzeln essen, ja? So, wir kommen zum nächsten Thema. Wir machen Spinat zum Fisch. Ja? Spinat ist übrigens eines der wertvollsten Gemüse neben Artischocken, das man essen kann. Und ich frage mich immer, warum Kinder den Spinat nicht essen, ich kann es mir erklären. Wenn man mir früher als Kind so einen grünen Brei vorgesetzt hätte, mit dem man auch im Winter die Fenster auskleiden kann, wenn es reinzieht, dann hätte ich das auch nicht gegessen. Wir nehmen einfach Spinatblätter und jetzt nicht bitte wie früher den Spinat in Topf reingekochen, Wasser, alles überflüssig. Sie sollten jetzt was sagen, aber mir ist es sehr wichtig, ehrlich. Also jetzt nicht irgendwas sagen, weil ich was gekocht habe, sondern ich möchte das wirklich wissen, ob es einen Unterschied oder ob das, wie es Ihnen geschmeckt hat. Es hat mir sehr gut geschmeckt. Geschmacksintensiv. Ich hätte nicht gedacht, nachdem ich dieses Werber von Nudeln in den Topf gesehen habe, dass das gelingt. Weil so habe ich Nudeln noch nicht gegessen. Ja, aber ich muss sagen, es hat mich überzeugt. Sehr gut. Danke. Was jetzt noch eine Frage zum Schluss, wie schmeckt's? Ganz, ganz toll, total aromatisch. Und wenn alles Gesunde so gut schmeckt, dann ernähre ich mich auch so gut auch gesund. Also ich bin häufig. Diese Mainzer Herzstiftung, ich war oft dabei, wir haben wie viele 100 Schüler in unserer Mensa da trainiert und auch aufgeklärt. Wenn ihr könnt, wirklich, dann tut mir einen Gefallen, werdet Mitglied bei dieser Stiftung, weil es ist wirklich was Sinnvolles. Wir haben so viele Probleme in Deutschland, wenn es um das Thema Herzkrankheiten und Ernährung geht. Ich glaube, hier in dieser Klinik ist wirklich etwas Besonderes geschaffen worden. Was ihr macht über 10 Jahre, ich kann nur sagen, Herr Strutz und alle, wie die heißen, die vor 3 Jahren, alle haben ja da mitgemacht. Das ist wirklich was Sinnvolles und ich sage auch mal danke für 10 Jahre. Du bist nämlich 10 Jahre der Chef und hast es gut gemacht. Alles klar.